Gebratenes Hühnchen schmeckt immer lecker. So, Eisen nochmal. Hier noch ein paar Hühnerschenkel. Hier ist nochmal Eisen herin. Eisen, Eisen. So. Dalla. Dann haben wir das soweit. So, ein Stack behalte ich mir mal. Wir räumen wieder alles schön in die Kisten. Ich dachte, ich habe noch irgendwo Federn. Da habe ich wohl falsch gedacht. Hilft ja nicht. Man kann ja viel verkehrt annehmen. So. Aber jetzt den Smaragd noch verräumen. Und dann mache ich ein kurzes Päuschen. Mache dann aber gleich wieder weiter. Nehmen wir jetzt schon wieder eineinhalb Stunden auf. Das ist immer schön, wenn man so viel aufnimmt. So, Smaragd. Drei Stück. So, ich sag dann tschö. Entweder bis gleich oder bis zur nächsten Folge. Tschirilö. So, da bin ich auch schon wieder. Es regnet leider draußen immer noch. Scheiß Regen. So, deswegen gehen wir auch gleich los. Ich zuppel mein Headset noch ein bisschen zurecht, dass das auch richtig dort sitzt, wo es hingehört. So, dann gehen wir noch mal ein paar Bäume schlagen. Die haben mir zwar nichts getan, aber ich schlag gern Bäume. So, haben wir vielleicht noch... Nee, haben wir nicht mehr. Deswegen machen wir uns noch ein paar Äxte. Haben wir uns wie die Axt im Walde fühlen können. Ohne Axt ist so ein Ding immer ein bisschen blöde. So eine Waldtour. So, ich mache mir natürlich wieder maßlos zu viele Äxte. Ich kenne mich doch. Aber wir brauchen ja dringendst wieder Holz. Ja, irgendwann geht es uns auch mal wieder aus. Wir wollen auch mal wieder was mit Holz bauen. Natürlich brauchen wir für Stiele und Pipapo andauernd Holz. Und ja, jetzt müssen wir halt unseren kleinen Wald mal wieder vernichten. So, die Erde nehmen wir mal wieder zur Hand. Damit wir auch, ja, genug haben. Oder dass der Platz nicht gleich total verschwendet wird. Aber ich gehe mal weiter hinten her und zerlege dort die Bäume. Damit damit's nicht gleich auffällt, dass wir hier schon wieder im Wald unterwegs waren. Das finde ich eigentlich immer behindert, wenn die kleinen Bäume dann wieder rumstehen und na, ruckela. Ah, heute hält sich aber Minecraft dezent zurück mit Ruckeln. Ah, es hat das Regnen aufgehört, deswegen hat es geruckelt. Irgendwelche Aktionen in Minecraft und schon ruckelt's. Da stehe ich auch schon oben. Haha. So, nee. Ich finde halt das immer blöd, wenn man dann andauernd die kleinen Setzlinge sieht. Deswegen gehe ich hier weiter hinter im Wald. Ist natürlich um einiges besser. Dann sieht er von vorne zumindest rein optisch noch gut gewachsen aus. Aber hinten raus herrscht Kahlschlag. Aber wir werden natürlich wieder genug Setzlinge bekommen, dass wir hier wieder gut auffüllen können. Da bin ich jetzt mal so der Meinung. Und ich konzentriere mich heute nur auf kleine Bäume, damit ich hier nicht wieder 1000 Jahre lang an einer Baumkrone rumhämmern muss, bis die endlich mal wieder weg ist. Das nervt mich auch immer, so eine Baumkrone. Oh. Und ich will den Lumber-Mod nicht installieren. Das dürftet ihr wissen. Also da bin ich ein bisschen eigen. Mods, nö. Vor allem solche Mods nicht. Die mich an Cheaten erinnern. Das geht ja mal voll nicht. So, Setzlinge nehmen wir natürlich wieder mit. Den Apfel auch. Ein guter, gesunder Apfel. Ist ja nie zu verachten. Vitamine sind ja im Winter sehr wichtig. Muss man ja auch mal sagen. Ich bin zwar ein Vitaminmuffel. Ich, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich überhaupt normal zum Essen komme. Also, dass ich überhaupt was im Magen habe. Weil, mittlerweile mit den Aufnahmen verbrate ich schon ziemlich viel Zeit. Vor allem, wenn man auch noch berufstätig ist, ist ja nicht so, dass ich Schüler oder Student bin. Nee, nee. Ich bin da noch, total voll berufstätig. Da ist natürlich einiges zu tun.
Cool wäre es halt wirklich, wenn ich irgendwann unabhängig wäre. Also nicht unabhängig, wie soll ich sagen, dass Let's Play mein Job wäre. Das wäre so ein Traum von mir. Ja. Aber ich mach's auch so gern. Aber jeder macht, glaube ich, würde gern sein Hobby zum Beruf machen. Aber das ist meistens schwierig. Oder nicht nur schwierig, sondern stellt sich als fast nicht darstellbar heraus. Alter, da vorne will ich hier nicht noch ein paar Bäume hacken, weil sonst geht mir dann sehe ich wieder zu viel Licht am Ende des Tunnels. So bezeichne ich es mal. Ah, hier sind noch ein paar kleine Bäume. Malträtieren wir die ein bisschen. Aber jeder will, hat irgendein Hobby, wo er sagt, ah, mit dem würde ich gern groß rauskommen, würde ich gern Geld verdienen, aber nur die wenigsten schaffen es. Und das ist schon irgendwo blöd, aber Mann, ich mach's als Hobby, mir macht Spaß. Ab und zu denke ich mir zwar wirklich, ich habe einen ziemlich straffen Hochladeplan. Irgendwie übertreibe ich es auch ein bisschen. 3 Let's Plays am Tag. Für das, dass ich, ja, so auch noch einen Haufen Arbeit habe. Ich arbeite ja zum Teil wirklich 40 Stunden normal. Also das ist fix. Und dann nehme ich auf, schneide Folgen, mache Thumbnails. Obwohl ich dann locker auf nochmal 20 bis 30 Stunden in der Woche komme. Und ja, das ist schon krass. Vom für eine Woche, dass mir die Folgen eine Woche lang reichen, muss ich mindestens, boah, ein Dreiviertel mal drei, viereinhalb, 5 Stunden aufnehmen. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Sicher bin ich mir natürlich wieder mal nicht. Aber sowas musste dann mindestens aufnehmen in der Woche. Dann noch die Sonderaufnahmen, die rendern. Das ist schon eine Heidenarbeit. Aber ich mache es gern, mir macht Spaß. Manche Sachen kommen halt zu kurz dann. Ich bin ja wirklich... Langeweile kenne ich mittlerweile nicht mehr. Also ich habe immer irgendwie was zu tun, was zu machen. Oder wenn es einfach nur Cuben ist, willst du ja auch irgendwann mal besser werden. Oder samstags immer Daten. Ich mache E-Dart in der C. Aber nicht in meiner Heimatstadt, weil da gefällt es mir nicht in dem Verein. Deswegen bin ich auf Passau gegangen, das kann ich ja sagen. Und werf dort in der C. Macht Spaß. Meine zweite Saison mittlerweile. Und da bin ich echt froh drum, dass ich so echt keine Langeweile mehr kenne. Ich kenne dann vielleicht Momente, wo ich mal sage, mir ist nicht langweilig, sondern ich will einfach nur chillen. Das habe ich dann schon noch. Aber richtig Langeweile, so ich weiß nicht, was ich tun soll, habe ich nicht mehr. Und das ist schon geil. Wenn man weiß, was man tun kann und das immer. Weil Langeweile ist verschwendete Zeit im Leben. Und da soll man eigentlich drauf aufpassen, dass es so wenig wie möglich bleibt an verschwendeter Zeit. Weil das Leben ist zu kurz, weil wenn man sagt, was sind denn schon, was weiß ich, wie alt wird man jetzt so im Durchschnitt? 70, 80, 80 Jahre vielleicht. Und... keine Ahnung, 80 Jahre und dann liegst du auf dem Sterbebett und denkst dir so, ich habe zu viel Langeweile im Leben gehabt. Das wäre doof. Da habe ich, vor sowas habe ich Angst. Man will auch was erleben im Leben, was erleben im Leben, schöner Satzbau, was geschafft haben im Leben. Und deswegen mache ich das auch gern. Zuletzt Playen, vor allem weil es wirklich Hobby, ein Hobby vereint, nicht nur vereint, sondern wie soll ich sagen, ich vereine halt ein Hobby mit dem, dass ich wirklich vielleicht, wenn ich Glück habe,
was ich jetzt nicht glaube, irgendwann mal als Geld, als Arbeit machen kann. Es wäre schon schön, das Ding ist aber, glaube ich, ein Traum eines jeden Let's Players. Und ich habe immer schon Computerspiele gern gespielt. Und jetzt denke ich mir mittlerweile, ja, wieso soll ich spielen, ohne aufzunehmen? Ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich Handygames aufnehme. Weil ab und zu sitze ich da und spiele Handygames. Das ist eigentlich ein Markt, der explodiert momentan. Den finde ich krass. Und vor allem, du kannst so viel kosten, oder nicht nur kostengünstig, sondern auch umsonst Spiele haben und die dann spielen wie blöd. Hast du zwar Werbeeinblendungen, aber die stören ja nicht. Und vielleicht kauft man sich's ja doch, weil man dann vielleicht andere Features hat. Die blöde Werbung ist weg. Wäre auch eine Idee. So ist ja nicht. Aber ja, deswegen schaue ich auch, dass ich Handygames aufnehmen könnte, weil jedes Spiel, das ich spiele, denke ich mir, ist verlorene Zeit, da könnte ich auch aufnehmen. So bin ich mittlerweile schon drauf. Weil ich denke ja an euch, ich will ja wirklich konsequent für euch was haben. Deswegen nehme ich auch diese Woche so brutalst auf. Ist ja jetzt noch die Woche vor Weihnachten bei mir. Und ja, ich nehme halt so brutalst auf, weil ich weiß, über die Feiertage werde ich jetzt nicht so zum Aufnehmen kommen, wie ich will. Deswegen nehme ich auf, nehme ich auf, nehme ich auf. Quetsch vielleicht noch eine Sonderaufnahme rein, wie heute. Heute habe ich es ja vor. Und dann habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal gesagt, dass ich heute eine Sonderaufnahme machen will. Hoffentlich mache ich es dann auch. Nicht, dass ihr dann da steht, du hast eine Sonderaufnahme versprochen, wieso ist die nicht gekommen? Wäre dann auch blöd. Nee. Aber deswegen nehme ich auf, weil ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit dann, dass ich dann irgendwas machen könnte, also irgendwas aufnehmen könnte. Und das, ja, frisst halt wirklich meine Urlaubstage auf. Ich habe nur 2,5 Wochen Urlaub, muss am 2. Januar schon wieder anfangen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. 2 Wochen sind auch schön im Winter. Dann hat man halt mehr für den Sommer. Im Sommer ist sowieso schöner, wenn man dann, keine Ahnung, am Balkon chillen kann. Sich die Sonne auf den Bauch brutzeln lassen. Das ist schön. Das macht auch immer Spaß. So, jetzt habe ich aber definitiv bald genug Holz wieder. Ich will es ja nicht überstrapazieren. Hier mit dem Holz. Ach, ein bisschen geht noch. Vorrat ist immer nicht schlecht. Dann dürfen wir aber dann gleich wieder Bäume pflanzen. Nicht, dass uns irgendwann der Vorrat ausgeht. Aber mittlerweile haben wir doch schon gut Bäume um unser Häuschen gepflanzt. Dass wir eine Holzknappheit nicht haben werden. Wenn man sagt, wie habe ich hier angefangen? So wenig Holz hier in der Gegend gehabt, dass ich schon beinahe Angst hatte, dass ich Holzmangel hätte. Und jetzt, keine Ahnung, habe ich so viel Holz am Start, dass wenn ich hier, keine Ahnung, 3 Stunden aufnehmen würde, immer noch im Wald stehen hätte. Weil ich nicht alles wegholzen könnte. Wäre auch mal lustig, wirklich in einer Aufnahme alle Bäume wegholzen und dann wieder alle pflanzen. Das wäre echt lustig. Hoppala, ich habe eine E-Mail oder so bekommen. Muss ich mal kurz gucken. Ah, ist eine E-Mail. Facebook. Scheiß Facebook-E-Mails andauernd. Muss ich auch mal canceln, dass ich das andauernd kriege, das Zeug. Ich dachte schon, vielleicht ein Kommentar wieder von euch. Freut mich ja auch jedes Mal. Mittlerweile mit einem neuen Handy, haha. Man muss sich ja auch selber beschenken. Habe ich jetzt Internet ab, permanenten E-Mail-Abgleich und alles. Das ist natürlich wunderbar. Kann jetzt anständig zurückschreiben. Während der Arbeitszeit oder was, weil das Display groß genug ist. Weil man schön schreiben kann und alles, weil der Akku doch relativ gut herhält. Und ich will ja doch für euch mehr oder weniger direkt sein, also nicht ewig warten.